Heute gibt es wieder einen Abonnenten der Woche und zwar ist das Ronaldo 7. An der Stelle vielen Dank für 103.000 Abonnenten. Mega, und ich würde sagen, wir kommen zur Folge. Let's go. Schieß, was geht? Heute gibt es eine neue Folge. Ich bewerte eure Teams und ihr seht, ich habe wieder ein ganz besonderes Trikot an. Heute die Nummer 9 von España. Von España, das Lieblingsausflugsziel der Deutschen. Ja. Wer ist es wohl? Es ist tatsächlich der Deutschland-Schreck, wenn man so sagen will, von damals. Es ist nämlich kein geringerer, alles klar. Fernando Torres ist die Nummer 9. Da seht das. Auf geht's. Letzte Woche hatte ich euch gefragt, dieses Team hier zu verbessern. Und da hat Julian Folgendes geschrieben. Gibt fast nichts. Wahrscheinlich Goretzka auf Team of the Week. Sonst sehr gutes Team. Ja, dann machen wir das doch. Und damit vielen Dank an der Stelle. Wir kommen zum ersten Team in dieser Folge. Und auch an der Stelle nochmal vielen Dank für die 5000 Abos auf Shishplay. Das ist so der Kanal, wo mein ganzes Gameplay stattfindet. Könnt ihr euch gerne angucken. Würde mich sehr freuen. Und ja, let's go. Das erste Team kommt von Bamba, er folgt mir und ist 13 und FIFA Gold 2 bzw. Gold 1 Schwitzer teilweise seit November 2020 bei Twitter. Alles klar, er schreibt. Hey, ja, und Community, Budget 70.000, Rashford on Trade, danke schon mal, Hashtag Schießteam, Hashtag PS4 Share. Im Tor haben wir Neuer, dann haben wir Semedo, Hernandez, Alaba und Davies. Im Mittelfeld haben wir Rashford, dann haben wir Vardy, außerdem Ndombele, Sissoko und Adama Traoré. Vorne haben wir Martial. Ja, BMG eSports heißt das Ganze, 184 ist die Bewertung und wir haben hier einen Teamwert von 440.000 Coins mit einem Budget von 70.000. Keine Special-Karten, sieht man auch nicht so häufig, aber trotzdem ein vernünftiges Team auf jeden Fall. Was kann man hier machen? Also, wer mir nicht gefällt, ist Ndombele, den würde ich definitiv ersetzen und das könnte man beispielsweise mit einem Spieler wie Fred machen, den man dann auch gleich mit Sissoko tauschen könnte, damit das Ganze einfacher wird zu linken, nämlich folgendermaßen, dann würden wir als nächstes das Alaba rausnehmen und dafür Konaté Team of the Week reinstellen. Die Informkarte und dann auch noch Gulashi für Neuer. Und damit das chemietechnisch aufgeht, tauschen wir jetzt auch noch einmal Hernandez und Konaté. Ja, genau. Das wären hier die Vorschläge zu dem Team. Wenn ihr andere habt, dann schreibt das in die Kommentare und wir schauen uns gemeinsam das nächste Team an. Das kommt von Dennis, aka Dennis World, aka Kobe Bryant Fan, aka Juice World Fan. Checks over Stripes. Seit Juni 2019 bei Twitter. Er schreibt, Hashtag Schießteam, Budget 200.000, Rote und Talisca sind an Trade, der Rest nicht, Hashtag PS4 Share. Im Tor haben wir Manuel Neuer, dann haben wir Cancelo, Klostermann, außerdem haben wir hier Konaté und Davies. Im Mittelfeld haben wir Leroy Sané, dann haben wir Goretzka, außerdem haben wir Butragueño und Mahrez, vorne haben wir Paulinho und Talisca. Ja, sehr rotes Team, also GG auf jeden Fall zu den Player Picks, sehr, sehr nice. Der Sims Boys, das Ganze 182 ist die Bewertung und wir haben hier einen Teamwert von 1,2 Millionen mit einem Budget von 200.000 Münzen. Ja, also sehr nice auf jeden Fall mit den ganzen roten Karten. So, die eine oder andere hätte ich auch gern davon, muss ich ehrlich gestehen. Aber ja, unabhängig davon, was könnte man hier machen? Also, folgendes wäre möglich. Man könnte als erstes Klostermann rausnehmen und dafür Delaney die Informkarte reinstellen. Delaney eine sehr, 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 sehr nice Karte. Klostermann auch sehr gut. Ja, Delaney insgesamt, was die Gesamtwerte angeht, auf jeden Fall ein bisschen stärker. Das wäre eine Möglichkeit. Dann tauschen wir Delaney und Konaté aus Chemiegründen und tun Gulashi ins Tor für Neuer. So, dann haben wir den Stronglink da für Konaté. Und dann könnte man auf der Rechtsverteidigerposition Cancelo ersetzen durch Kyle Walker. Ja, das wären hier so Möglichkeiten, was man bei diesem Team machen könnte. Also wäre eine Möglichkeit. Wenn ihr weitere habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare und wir schauen uns gemeinsam das nächste Team an. Und das wurde eingesendet vom guten Herimoni, wie auch immer. Folgt mir auf jeden Fall aus der Schweiz, aus Bern. Schöne Grüße, seit April 2013 bei Twitter. Er schreibt, Hashtag Schießteam, hey, ja, Community, alle tradable, Budget 500.000, Ingame 4231, danke im Voraus, Hashtag PS4Share. Grüße gehen raus an Anton. Vielen Dank für deine Hilfe und ja, wir schauen uns gemeinsam jetzt auch das Team an. Also, im Tor haben wir Ter Stegen, dann haben wir Walker, Varane, Ramos und Mondi. Im Mittelfeld haben wir Mbappé, dazu haben wir Kanté und Sterling. Vorne haben wir Salah, Pogba und Dembélé. Ja,
No Mercy heißt das Ganze, 185 ist die Bewertung. Wir haben hier einen Teamwert von sage und schreibe 3,1 Millionen mit einem Budget von 500.000 Münzen. Also eine ganze Menge, was wir hier sehen an Coins. Ja, ist natürlich ein sehr starkes Team mit wenig Schwachstellen. Sterling nicht auf voller Chemie ist eine Sache, die wir hier auf jeden Fall sehen. Ja, also klagen kann man da nicht, aber man könnte eventuell das eine oder andere machen. Und zwar wären hier die Vorschläge, als erstes mal Varane und Ramos zu tauschen. Wäre so das Erste, weil man dann nämlich Joe Gomez für Ramos reinstellen könnte und dann den Keeper ersetzen könnte. Und zwar wäre da mein Vorschlag Pope. Das ist eine Karte, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so krass aussieht, aber die sehr, sehr viele E-Sportler spielen und dementsprechend wahrscheinlich auch das eine oder andere Spiel oder in der einen oder anderen Partie getestet haben. Deswegen Pope auf jeden Fall ein sehr starker Mann, den ziehen viele über Alisson vor. Deswegen das an der Stelle und dann könnte man noch als Viertes, wir haben ja noch ein bisschen Budget, Rashford in Form für Sterling reinstellen. Gerade wenn wir Ramos verkaufen, haben wir ein bisschen Geld und ja, wenn wir Sterling verkaufen ebenso. Deswegen wäre das eine Möglichkeit. Rashford, muss ich viel drüber sagen, ist glaube ich mit einer der besten Karten dieses Jahr. Sehr starkes Team. Sehr, sehr starkes Team. Gefällt mir sehr gut. Wenn ihr andere Vorschläge habt, was man hier machen könnte, schreibt es in die Kommentare und wir schauen uns gemeinsam das nächste Team an. Und dit kommt von Luca. Folgt mir und ist nur wegen mir hier. Grüße gehen raus seit November 2020 bei Twitter. Er schreibt: Hashtag Schießteam, hey, ja, verfüge 300.000 Budget, würde Messi und Neymar weiterspielen, alles Trade außer Alba. Hashtag PS4Share. Grüße gehen raus an Dennis und an JM Drox. Vielen Dank für eure Vorschläge. Wir schauen uns das Team an. Da haben wir im Tor Ederson. Dann haben wir in der Verteidigung Perez, Ake, außerdem Van Dijk und Alba. Im Mittelfeld defensiv haben wir Guardiola und Paulinho. Dann haben wir Messi und Talisca eine Stufe weiter vorne. Und ganz vorne haben wir Neymar und Mbappé. Partizan heißt das Ganze. 186 ist die Bewertung. Wir haben hier einen Teamwert von nochmal mehr als davor. 4,6 Millionen mit einem Budget von 300.000 Münzen. Und ja, ein sehr, sehr nices Team, was wir hier sehen, mit Messi in Form, mit Mbappé, mit Neymar. Alles, was Rang und Namen hat, auch Talisca und Paulinho in Form. Sehr, sehr nice. Ja, was könnte man hier machen? 300.000 ist das Budget. Auch hier könnte man Joe Gomez reintun. Und zwar in dem Fall dann für Ake. Wäre so der erste Vorschlag. Dann als zweites könnte man hier für Ederson, den könnte man rausnehmen und da Pope reintun. So. Und Bruno Perez, der kommt hier nicht auf volle Chemie. Da wäre eine Alternative, die man hier dann sinnvollerweise machen könnte, nämlich Walker reinzustellen. Der hätte dann die volle Chemie durch den England- und Premier League-Link, den Strong-Link da zu Joe Gomez. Ja, Neymar nicht auf voller Chemie. Ich glaube, das kann man verkraften bei diesem Team hier. Wäre auch irgendwie schwer, das so zu gestalten, dass das passt. Dementsprechend, ja, ich glaube, das lasse ich mal durchgehen an der Stelle. Ne, sehr starkes Team. Wenn ihr da andere Ideen habt, schreibt das in die Kommentare und wir schauen uns gemeinsam das nächste Team an. Das wurde eingesendet von Adulus oder so ähnlich. Folgt mir auf jeden Fall und ist hobbylos. Alles klar, seit November 2020 wird Twitter. Er schreibt: Hey, ja, Community, ich habe 160.000 zur Verfügung und Sterling ist untrade. Habe Van Dijk gerade gezogen. Hashtag Schießteam. Ja, GG auf jeden Fall erstmal. Grüße gehen raus an Schießfan. Vielen Dank für deine Vorschläge erneut hier und wir schauen uns das Team an. Dann haben wir im Tor Manuel Neuer. Dann haben wir Semedo, Van Dijk, außerdem Hernandez und Davies. Im Mittelfeld haben wir Sterling. Dann haben wir Jesus, Goretzka, außerdem Sissoko und Bernardo Silva. Vorne haben wir Martial. Ja, for the boys heißt das Ganze, 184 ist die Bewertung. Wir haben hier ein Team von 600.000 Münzen mit einem Budget von 160.000. Ein Goldteam, was wir hier haben, aber auch hier wieder sehr stark. Allerdings gibt es so die eine oder andere Position, die, ja, wo ich jetzt sage, okay, da kann man vielleicht noch ein bisschen was rausholen. Also zu nennen wäre hier insbesondere Bernardo Silva auf der rechten Mittelfeldposition. Aber sehr nice auf jeden Fall, dass du Van Dijk gezogen hast, auch wenn er hier nicht auf Full Cam ist natürlich. Denk mal, das liegt daran, dass er gerade erst gezogen wurde und da jetzt nicht irgendwie speziell für Van Dijk gebaut wurde. Aber das lässt sich ja eventuell ändern. Da könnte man vielleicht nochmal hier das ein oder andere anpassen. Aber das ist eure Aufgabe. Da bin ich gespannt.
Schreibt eure Vorschläge hier in die Kommentare unter diesem YouTube-Video und einen von euch werde ich dann in der nächsten Folge hier dran nehmen. Das ist das für diese Folge. Checkt gerne, super gerne hier unsere Instagram-Seite ab, ne? So sieht die aus, beziehungsweise so. @SheeSheeM heißt das Ganze, da machen wir hier alles rund um FIFA, also sowas wie OP-Links beispielsweise gibt es da zu sehen. Checkt das sehr gerne ab, würde mich freuen. SheeSheePlay ist am Ende hier verlinkt in der Endcard, also entweder hier oder hier. Keine Ahnung. Und ja, vielen Dank nochmal für 103.000 Abonnenten. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, bla 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 bla. Haut rein. Ciao. She.